Ich mag es halt nicht so gerne, wenn mir jemand sagt, was ich nicht kann. Also das finde ich selber heraus und ich denke, das gilt auch für viele andere Menschen mit Behinderung. Ich probiere die Dinge aus und wenn ich dann feststelle, es geht nicht, gut, dann geht es halt nicht. Aber viele Dinge lassen sich halt irgendwie bewerkstelligen. Hallo Herr Költgen. Herr Müller. Jetzt wäre ich soweit weiterzumachen mit dem Projekt. Mein Name ist Martin Müller und die Idee trage ich halt schon länger mit mir rum, mit dem Motorrad. Und ich wollte den Stein einfach mal ins Rollen bringen. Ja, und wir haben schon ein paar Sachen gemacht, um die Sitzhöhe zu reduzieren. Aber jetzt zeigt sich halt, dass mit der manuellen Kupplung und den Griff hebeln, das halt nicht so eine gute Idee ist. Wie gesagt, das ganze Gehändel hier komplett wegdenken und einfach nur gut Gas geben, ist ja nicht das Thema. Wir können ja die Hand vernünftig schließen und dann ist die Welt in Ordnung. Das Thema so Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Freiheit ist schon eins, das sich irgendwie so ein bisschen durchzieht bei mir. Da ist Motorradfahren natürlich das Standardklischee natürlich. Aber es stimmt halt auch wirklich, ne? So schön über eine Landstraße cruisen in den Sonnenuntergang ist halt so ja, das Inbild der Freiheit. Und gerade wenn man dann mit einer körperlichen Einschränkung unterwegs ist, also ich habe da manchmal dann wirklich so, und ich kann es doch, ja, so diese Einstellung. Alles klar. Gut. Okay, vielen Dank, Herr Költgen. Bleiben Sie gesund, alles Gute. Ebenso, schönen Tag noch, ciao. Danke. Ciao. Den Führerschein habe ich 1995 gemacht, da war ich 19. Ich bin zu einer ganz normalen Fahrschule in Leverkusen gegangen und habe dort die Theorie gemacht. Und dann stellte sich die Frage, wo bekomme ich eine Fahrschule her, die ein Auto hat, ja, mit dem ich umgehen kann. Und haben dann eine Fahrschule in Köln gefunden, die einen Wagen hatte und da habe ich dann die Praxis gemacht. Das ist der Eckpfeiler meiner Mobilität und ja, das ist natürlich hilfreich für den Beruf, um überhaupt den Beruf dann auch selbstständig wahrnehmen zu können. Und allein die Flexibilität, die ist eigentlich durch nichts zu ersetzen, würde ich schon fast sagen. Der Sitz ist natürlich ganz wichtig, dass der von der Sitzfläche her ein bisschen kürzer ist, wegen der kürzeren Oberschenkel. Dann natürlich hier die Fußablage und die Pedalverlängerung. Mein Arbeitgeber hat mir das auch bestätigt, dass ich den Wagen beruflich brauche. Und in dem Fall wird es dann von der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte komplett übernommen, zum Glück. Ich fahre weite Strecken, ich verreise gerne mit dem Auto, ich mache gerne Roadtrips. Ich habe auch ein ganz gutes Sitzfleisch. Also ja, das macht halt einfach Spaß und ist dann wirklich so das Gefühl der Freiheit. Ich plane grob die Stationen und lasse dann aber die Details auf mich zukommen. 25. Mai 20 vor 4. Serbien auf dem Weg zum Campingplatz. Bei der Gelegenheit kann ich auch mal kurz das Schlafgemach zeigen. Soweit so gemütlich. Die Grenze nach Bulgarien rückt näher. Die Landschaft ist einfach großartig. Gerade wenn man alleine unterwegs ist, was meistens der Fall ist, kommt man halt auch noch mal viel besser mit den Leuten in Kontakt. Ich war bisher eigentlich ziemlich weit von Norden bis Süden unterwegs, was man alles so hier in Europa befahren kann mit dem Auto. Der nördlichste Punkt war Tromsø. Das ist noch mal 400 Kilometer nördlich vom Polarkreis. Und der südlichste Punkt war Gibraltar.
hat. Das ist ein großer IT-Dienstleister. Und dort arbeite ich in der neuen Rolle Accessibility Specialist, wo ich mich halt darum kümmere, dass wir intern für unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für unsere Kunden barrierefreie PC-Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und Menschen mit Behinderung möglichst gut inkludieren. Man möchte natürlich nicht nur immer in der Situation sein, Hilfe in Anspruch zu nehmen, sondern man möchte auch einen Beitrag leisten. Und wenn man das in einem interessanten Job tun kann, glaube ich, sorgt das nochmal auch für ein gutes Gefühl der Selbstwirksamkeit. Ja, dass man halt vor allem auch für den eigenen Unterhalt selber sorgen kann und nicht auf Transferleistungen, Hilfeleistungen angewiesen ist. Die jeweiligen Anwendergruppen in Verwendung haben. Es gibt immer noch bei vielen Menschen mit Behinderung auch das Gefühl, sie könnten ihren Status schwerbehindert nicht offen kommunizieren, weil sie da dann Nachteile auf dem Arbeitsmarkt befürchten. Mit einer Behinderung sind ja auch oftmals vielleicht dann Stärken auch verbunden. Ja? Also ich argumentiere gerne in die Richtung, dass jemand, der einen herausfordernden Lebensalltag hat, es gewohnt ist, lösungsorientiert zu denken. Auch so ein bisschen außerhalb der Box zu denken und weniger ausgetretene Pfade zu gehen, um eine schwierige Situation zu lösen. Und das ist ja auch eine Qualität, die man von seinen Mitarbeitern gerne haben möchte. Alles, bei dem man auf Hilfe angewiesen ist, ist natürlich erstmal unangenehm. Ne? Alleine für Selbstbewusstsein möchte man natürlich so viel wie möglich selber hinbekommen. Die Leute sind in der Regel sehr hilfsbereit und fragen entweder von sich aus, ob sie helfen können. Mir ist es aber eigentlich schon lieber, wenn ich gar nicht angesprochen werde, sondern ich frage die Leute, wenn ich Hilfe brauche. Das ist so eine der Lieblingsanekdoten, wenn es ums Einkaufen geht. Ich stehe im Supermarkt an der Kasse, packe gerade meine Ware aufs Band. Hinter mir eine ältere Dame, die mich auch nur von hinten gesehen hat bisher, sagt zu mir dann, du kannst aber schon schön einkaufen. Und ich drehe mich um und sage zu ihr, ich mag das auch schon eine Weile. Und das war ja dann natürlich ein bisschen peinlich. Aber alles gut, da lacht man dann drüber. So, ja. Danke, ciao. Ciao. Die Menge, die ich jetzt hier eingekauft habe, ist schon so ungefähr am Rande dessen, was ich dann als Beute selbstständig heimschleppen kann. Und ich mache es auch eigentlich in der Regel so, dass ich halt mehrmals kleinere Portionen kaufe. Es wurde bei der Geburt zum ersten Mal entdeckt, dass ich halt kleiner als der Durchschnitt bin. Und ja, je älter ich dann wurde, umso deutlicher wurde halt der Rückstand im Größenwachstum. Ich habe das natürlich schon gemerkt, dass ich kleiner bin als die anderen, aber ich erinnere das nicht wirklich als Problem zu irgendeiner Zeit. Eine Situation in der Grundschule, da hat meine Oma sich immer so ein bisschen aufgeregt, die wohnte auch in der Nähe und kam ab und zu da am Schulhof vorbei auf dem Spaziergang und hat dann geschaut, ob alles in Ordnung ist und so. Und ein guter Kumpel von mir zu der Zeit, der sehr groß war, mit dem habe ich auch hinterher in der WG zusammen gewohnt, der hatte ab und zu mal probiert, ob er mit seinem Bein über mich drüber kommt quasi. Und das fand meine Oma immer nicht so toll. Ich habe das aber jetzt gar nicht so irgendwie, das war halt ein Spiel. Und ich habe das jetzt nicht irgendwie als Mobbing oder irgendwas wahrgenommen. Ich denke schon, dass einen das prägt, was für Erfahrungen man in der Kindheit und Jugend macht. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, schon früh integriert und inkludiert zu werden. Weil wenn schon in frühen Jahren so eine Art Ghettoisierung stattfindet, dass die Leute halt getrennt von den normalen Kindern aufgezogen werden, entwickelt man auch ein anderes Selbstverständnis, denke ich mal, als wenn man halt ganz selbstverständlich mit allen anderen gemeinsam aufwächst.
Und das ist bei mir rückblickend, glaube ich, ganz gut gelaufen. Und hat mir dann auch halt ein ganz gutes Selbstbewusstsein oder auch den, die Möglichkeit gegeben, auch selber über mich lachen zu können. Als das so dann mit Interesse an Mädels losging, war das schon natürlich so ein bisschen, dass ich irgendwann dann gemerkt habe, Moment mal, ich bin jetzt von der körperlichen Verfassung unbedingt nicht so das Objekt der Begierde der Mädels. Also ich hatte immer viele Freunde, männlich und weiblich, aber dann wirklich so in Richtung romantische Beziehungen, sag ich mal, das war und ist immer noch schwierig auf jeden Fall. Das hat sich über einen Zeitraum von 10 Jahren entwickelt, dass ich immer mehr Taubheitsgefühle in den Armen und Beinen hatte, die am Ende so stark war, dass ich nicht mehr mit der Hand unterschreiben konnte, weil mir die Feinmotorik gefehlt hat. Und bei der Operation gab es dann Komplikationen, die halt zu einem Luftröhrenschnitt geführt hatten. Ich musste intubiert werden, ich musste reanimiert werden und habe dann eine ganze Weile auf der Intensivstation verbracht. Und da stellte sich dann die Frage, ob ich bis an mein Lebensende intubiert bleiben muss, was dann bedeutet hätte, dass man durch so eine Röhre im Hals atmet. Das bringt dann aber auch mit sich, dass man kaum noch was riecht und damit auch noch kaum was schmeckt. Und da ich gerne leckere Dinge esse und trinke, wäre das ein massiver Verlust an Lebensqualität gewesen. Die Ärzte waren da sehr besorgt, sodass ich dann am Ende darauf bestehen musste, dass mir die Röhre aus dem Hals genommen wird. Also ich habe schon mal hier probiert, die Paprika irgendwie zu halbieren. Wir müssen die Pilze auf jeden Fall klein schneiden. Ich habe in einer Kneipe in Obladen gekellnert und er war sehr guter Stammgast da. Und seit 8 Jahren sind wir beste Freunde. Ja, hat sich halt einfach so ergeben. Höhen und Tiefen miteinander durchgemacht. Er ist ein unglaublich warmherziger Mensch. Er ist extrem lustig, also mit dem kann man eigentlich immer lachen. Man hat immer was zu lachen. Er ist immer da, also sobald irgendwas ist, keine halbe Stunde und er steht vor deiner Türe. Großartige Frauen, großartige Persönlichkeiten, die auch was zu erzählen haben, die ihr Ding machen, könnte man sagen. Ne? Also keine Menschen von der Stange. Also meistens. Martin ist zuverlässig. Außerdem ist er immer da. Der sieht das Leben immer positiv. Der geht immer einfach weiter. Ich würde sagen, so ein Uhrwerk. Ja, mit Martin kann man Pferde stehlen. Ich habe mich bisher auf Ponys beschränkt, aber. Okay. So. Doch, Rotfang. Den Martin, oh. Der Freundschaft zu gern. Hallo, Herr Kölken. Grüße Sie. Schön, es gibt Änderungen, wie ich sehe. Wir hatten in unserem letzten Zusammentreffen ja darüber gesprochen, dass die Bedienung der Handbremse eher suboptimal ist. Und wir sind übereingekommen, dass wir das Ganze auf die Fußbremse verlegen. Eigentlich wie beim Auto und vorn und hinten bremst entsprechend. Großartig. Dann haben wir hier die Sitzbank einfach nochmal um den Faktor runtergemacht. Das ist nicht wenig. Das sind locker nochmal 2-3 Zentimeter. Ganz genau. Ich lerne hier gerade viel dazu. Klingt wie ein Motorrad, würde ich sagen. Üben und Fahrschule wäre jetzt so der nächste Schritt. Und dann get your motor running, get out on the highway. Das Ziel von Inklusion ist es eigentlich, die Menschen auch so zu sehen, dass die Behinderung nicht das primäre Merkmal ist, sondern eines von vielen. Lasst uns nicht so sehr den Fokus auf die Behinderung legen, sondern die Behinderung ist eine Facette von vielen der gesamten Persönlichkeit.